Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein kurzes Update-Video, und zwar, ich habe wieder kein Internet. Ich muss euch das sagen, weil irgendwie nervt es mich, wenn ich dann 4 Tage nichts hochlade, was eigentlich vollkommen ungewöhnlich ist, weil ich die ersten Tage immer 3 bis 4 Videos hochlade und dann auf einmal gar nichts mehr. Ich will nur wissen, dass ihr Bescheid wisst, dass mein Internet nicht geht. Aus irgendeinem Grund, ich habe alles versucht die letzten 2 Tage. Ich bin müde bis zum geht nicht mehr, die ganze Nacht durchgemacht und geguckt, was kann ich denn machen, damit ich Internet wieder bekomme. 1000 Mal bei der Telekom angerufen und ich habe jetzt viele Sachen ausgeschlossen. Ich habe mir sogar eine neue Fritzbox und sowas geholt, alles neu geholt. Ich glaube, 300 Euro gestern investiert für gar nichts. Also es lag nicht an der Fritzbox, werde ich wahrscheinlich wieder zurückgeben. 300 Euro sind viel Geld. Ich meine, aus 300 Euro kann man sich viele, viele Snickers-Eispackungen holen. Also bitte unterschätzt das nicht, okay? Vielen Dank. Da das nicht nur ein Update-Video werden soll, also ich kann das Video natürlich bei meinen Eltern hochladen, bei meiner Ma hochladen, ne? Werde ich noch euch kurz zeigen, was ich in meiner Wohnung erneuert hat quasi. Und zwar, ich drehe mal die Kamera um, einen Moment. So, ich weiß nicht, wieso meine Aufnahme abgebrochen ist. Tut mir sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Auf jeden Fall, das ist mein Sofa, wie ihr sehen könnt. Richtig brutal gut sieht das aus. Ja, hier, das sieht nicht so gut aus. Aber ich bin nicht der ordentlichste Mensch, wie ihr wisst. Also ich bin mittelordentlich, ich bin ganz in Ordnung eigentlich. Im Gegensatz zu anderen bin ich noch ordentlich, schätze ich mal. Hier noch eine Decke zum Einkuscheln, ziemlich, ziemlich gemütlich. Und ja, dieses Sofa ist richtig geil, das kann man nämlich auch ausklappen, also nach hinten klappen. Da gibt es eine Chiller-Position, also die geht dann ungefähr so, noch schräger. Und dann noch eine Liegeposition, wo man liegen kann, wenn zum Beispiel Besuch da ist oder so. Und dann kann man sich hier zum Beispiel hinsetzen. Und ja, da hinten sieht man mich nochmal im Spiegel. Hier chillig und ja, da ist der Fernseher, da gucke ich immer Lost im Moment. Lost ist meine Lieblingsserie im Moment, bin ich am Schauen. Danach gucke ich The Walking Dead zu Ende, nur mal so zur Information, wer sich dafür interessiert. Hier habe ich noch eine Pflanze da hinten, wie ihr sehen könnt. Ja, das Bett ist nicht gemacht. Alles ziemlich durcheinander, weil ich auch ziemlich durcheinander bin wegen dem Internet. Morgen kommen Techniker übrigens. Und dann noch eine sehr coole Sache, und zwar, ich zeige euch die mal. Ich gehe mal in mein Zimmer. In das Arbeitszimmer, in das YouTube-Zimmer. Hab den übelst geilen Stuhl. Das ist ein Traum, Leute. Jetzt ohne Witz, das ist ein Traum. Den kann man sogar. Kann ich euch vielleicht später im Video mal zeigen. Jetzt habe ich irgendwie keine Lust. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. Kann man den quasi zu einem Bett fast machen. Man kann ihn wirklich umkippen bis zum geht nicht mehr. Also hier kippen. Ich packe euch mal einen Affiliate-Link in der Beschreibung von, zu Amazon von dem Stuhl. Und da kann man hier auch schlafen sogar drauf. Super gemütlich, vor allem mit diesen Kissen hier. Einzigartig geil, muss ich sagen. Wirklich ein super, super geiles Ding. Ja, ich schätze mal, das Ganze ist ein Problem mit dem hier. Also mit dieser Box hier oder mit dieser, an dieser Wand. Da gibt es wahrscheinlich ein Problem, da muss der Techniker mal morgen sehen. Das ist die neue Fritzbox, die ich mir geholt habe. Ist die neueste. Ist die 7490, glaube ich. Und das ist meine ältere, das ist die 7390. Beide sind sehr gute Fritzboxen. Ich dachte nur, meine wäre kaputt, deswegen habe ich mir die neue geholt. Ist ein bisschen größer und so weiter und so fort. Meine übel geile Ray-Ban Sonnenbrille. Ich liebe die. Vor allem trage ich die eigentlich immer, wenn ich Augenringe habe. Meistens zumindest. Und ja, ich war auch statt einkaufen, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Vielleicht interessiert das ja ein paar Leute. Okay, ich glaube, die Aufnahme ist wieder abgebrochen. Ich hoffe, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, Snickers-Eis habe ich auch gekauft. 10 Packungen, aber es sind schon... gerade weg, ja, habe ich irgendwie schneller gegessen heute, ich weiß selber nicht. Hier ein bisschen was gekauft, bla 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 bla. Ach, wisst ihr was, ich muss euch gar nicht so viel zeigen. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass es mir gut geht. Danke für euer Mitgefühl und ja, alles dafür, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich versuche die Videos so lange von meiner Mama irgendwie hochzuladen, aus der Wohnung. Und ja, dann würde ich sagen... Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Yay, mehr Videos. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss.